Leute, recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Black Flag hier auf meinem Kanal. Wir wollen uns heute mal hier eine Mission ernähren und mal gucken, was es damit auf sich hat. Also steht so ein Schiff. Was macht das Schiff da? Will mir das auf den Sack gehen oder was? Ich mach dich fertig, Alter. Hol ich meine Brüder. Und die sehen dich dann. Ne? Aber das ist das Schiff. Tatsache. Dann mache ich mal das vielleicht doch nicht fertig. Also noch nicht. Vielleicht später mal. Man weiß es nicht. Ui, Tachchen! Dann starten wir mal die Mission. Ich halte mich jetzt wieder zurück. Ah, Captain Kenway. In der Tat. Nehmen wir dein Schiff für dieses Vorhaben oder mein? Erst will ich mehr wissen, bevor ich entscheide. Ah, ein erster Schachzug. Dieses Singvögelchen hier hat mir gezwitschert, dass eine nahe Galeone den Schatz trägt, den ich suche. Ich hoffe für ihn, er hat recht. Hast du alles gut durchdacht? Oh ja. Mit diesem Mann holen wir uns eine portugiesische Flagge, die uns so nah wie möglich an unser Ziel heranbringt. Eine äußerst simple Idee. Wenn ihr meine Befehle Wort für Wort befolgt. Und wenn nicht? Dann die Jackdaw. Exzellent. Wir sollten ja den Kopf so runter. Wir sind unter Segeln, Roberts. Schon wieder suspekt hier. Wie lautet der Plan? Das Flaggschiff dieser Flotte transportiert einen wertvollen Schatz in einer großen Truhe. Kristallgefäße voller Blut. Vielleicht... Komme ich hier überhaupt durch? Ich muss hier sogar durch. Scheiße. Wir jagen ein paar Tropfen Blut. Ist das alles? Ich bat dich, meine Befehle Wort für Wort zu befolgen, Captain. Und ja, ich ließ keinen Spielraum, sie zu hinterfragen. Ich will diese Blutfläschchen intakt. Und bekomme ich sie nicht, betrachte ich uns als Feinde. Okay. Verstehst du das? Ich versuch's ein. Feinde. Ja, ich verstehe. Mann. Ich bin doch nicht von gestern. Was? Meine Güte. Ich glaube, dafür ist so ein Schiff gar nicht gemacht. Leicht vom Wind abfallen. Kommen wir zur Sache, Captain. Siehst du dieses Schiff da? Wir brauchen seine Flagge, damit der Kniff funktioniert. Wenn ich denen die Flagge stehlen kann, ohne dass sie es merken, tue ich es. Um Himmels Willen, tu es. Kommissar Falar, Capitão. Oh, saudações, cavalheiros! E que Deus abençoe ao rei Dom João. Que Deus o guarde e proteja, senhor. Como se encontra nesta noite tão formosa? Muito bem, obrigado. Só um pequeno passeio por entre a frota para ver se estão todos em boa forma. Está tudo em ordem por estes lados? Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarparmos. Ah, e julgo que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita de um novo mastro. Há homens em terra neste momento em busca de uma árvore que sirva de tal propósito. Bem, auf der Seite. Scheiße. Compõem a maior parte da nossa frota, senhor. Os nossos 42 navios, diria que mais de dois terços são embarcações mercantis. Ah, número considerável. Nesse caso, não devido estejam com os pais a Sim, senhor, exatamente. Daí as nossas precauções. Com tantos piratas nestas águas, esta frota necessita de bastante proteção. Não é uma tarefa leve guardar quase três dúzias de navios. Imagino que não. Peço perdão, senhor, mas não estou a reconhecer o seu navio. Nem sequer transporta a bandeira do rei. Ah, sim, pois. Falando de piratas, este perigo foi retirado a um bando desses patins há chegados dias. Ainda não tivemos a oportunidade para o reparar. Ah! Excelente trabalho, senhor! Muito bem! Obrigado, meu jovem! Já como noch her? Devido às chaves de regressar aos vossos governos, chamem-se se necessitarem de algum mal. Assim faremos, nicht, ne? Senhor! Obrigado, senhor! Ah, perdoe-me, senhor! Já... Gut. Merken die natürlich nicht. Ist ja geil.
Muss ich jetzt irgendwie runter? Zum Steuerrad. Unser Steuerrad. Vai lamentar não ter tido a oportunidade para falar consigo. É uma pena. Até a próxima. E que Deus vos abençoe. Ué. Ah. Gut. So, und raus aus dem Sperrgebiet. Das hat doch einigermaßen geklappt, möchte ich mal behaupten, ne? Jo. Herrlich, herrlich. Hey, ich bin's wieder, Leute. Hast du die Flagge? Ei, wir haben sie schon gehisst. Das sollte genügen. Ich halte Abstand. Immer schön langsam. Ei, Flagge, die wir stahlen, wird uns nicht ewig vor neugierigen Augen schützen. Ja, wie soll man denn jetzt hier... Halbes Segel. Por favor, senhor. Implore, considere aquilo que está prestes a fazer. Now é possível. Was hat er gewinselt? Er winselt nicht. Er ist begeistert. Ha! Ja. Aufgehen. Segel treffen. Alle Segel einholen. Nehmen wir Fahrt auf. Alter Verwalter. Mehr Segel. Alles, was wir haben. Trimmung lockern. Hauptsegel retten. Was ist denn das hier? Nozzello de Compressano? Direkt voraus. Sie laden etwas von dem Schiff ab. Ist es unsere Prise? Vielleicht solltest du an Land gehen, Captain Kenway. Die Truhe finden. Wenn sie enthält, was ich suche, bringen sie. Sag ihnen, dass wir die Pest an Bord haben. Sag ihnen, sie soll nicht näher kommen, sonst holen sie sich den Tod. So, machen wir es nochmal sneaky, ne? Edmund, podemos falar com o capitão do navio? Olá, olá! É o próprio! Peço perdão pela minha resposta abrupta, mas receio ter mais notícias para transmitir. É possível que estejamos infectados pela peste! Kann ich mich in dem Schild verstecken? A peste? Por Deus! Como foi isto acontecer? Imagino que terá sido mercadoria infectada. Sehr schön. Se nos deixarem em paz, por enquanto, encontraremos uma forma de organizar uma quarentena para evitar os contágios. Certo, senhor. Nós transmitimos a mensagem. So, wie läuft ihr denn hier? A peste. O capitão daquele brig diz que estão afetados pela peste. O que vamos fazer? Rafael, desperta uns quantos homens e remem até aquele brig. Eles dizem que foram atacados pela peste, mas eu quero vê-los mais de perto. Ouvi uma história sobre um espanhol que veio visitar o nosso almirante. Cá para mim, cheira-me a traição. Sim, ouvi dizer que se chamava Torres. Ai. Tempos estranhos estes em que um espanhol pode andar a passear pelo convés de um dos nossos vasos de guerra. Na komm, eu töte ihn da. Atenção àquele navio. Tem estado ali parado há algum tempo, sem motivo para tal. Gut. Also kann man so machen. Okay, so kann man es scheinbar doch nicht machen. Oder? Doch. Na komm. Und? Porra, apaga-o!
Dann durchsuchen wir den mal. Vielleicht kriegen wir ja ein paar Berserkerfälle. So. Durch hier. Ach du Schande. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich soll es ja ohne entdeckt zu werden machen, ne? Das ist schon mal wieder ein bisschen arg. Gehe ich hier nach oben? Ah, schade. Por muito que amaldiçoe a Marinha, a verdade é que nos faz bem à disciplina. Um convés deve ser organizado e tão limpo como o rabo de uma baleia. Por isso leva o rancor que o capitão nos coloca a esfregá-lo. É senso comum. Kannst du mal weggucken? Na ja, du komm. Schande. Ja komm, tötet ihn. Macht ihn tot. Mach doch. Hallo? Ja, 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 komm, 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 komm. Gut. Also das hätten wir schon mal geschafft. Gut. Was ist mit dir? Ja, ist klar. Komm, mach dich ab. Na. Mist. Na also. Verdammte Axt. Hey Leute. Hallo? Könnt ihr euch einfach so euren Captain losfahren? Mann! Also ganz ehrlich, diese Sneaky-Mission, ich mag die nicht. Ist nicht so mein. Die Kiste, die sie an Land zogen, war voller leerer Ampullen. Wo ist der portugiesische Captain? Er konnte nicht mehr von Nutzen sein. Wo ist er? Er schläft friedlich auf dem Grund des Meeres. Ja, super. Wie viele müssen wir töten für diese lausige Prise? So viele, wie sich uns in den Weg stellen. Was ist denn hier? Eine Welle. Okay.
Aufgein, Segelreffen. Dicht holen, Paar zulegen. Bäh. Leicht vom Wind abfahren. Dumme Sau. Alle Mann an Deck! Ja! Wieso haben die mich entdeckt? Die sind auch in mich reingefahren. Fuck. Hm. Gut. Mehr Segel. Alles, was wir haben. Ach ja. Sie ist die an, Captain. Männer, die denselben Weg gingen und davon abkamen. Wir sind aus härterem Holz, Ade. Wie oft waren das eines Seemanns letzte Worte, frag ich mich. Wie nah dürfen wir denn den Schiffen überhaupt kommen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ach du Schande. Trimmung locker. Topsegel retten. Wer fährt denn auch hier lang? Das ist ganz ehrlich. Unser Schatz sollte an Bord der Galeone sein. Nimm dir doch einfach das Schiff und spar uns etwas Zeit. Ei, genauso würde ich es machen. Ich bringe uns näher, aber diese Ausgucker werden ein Problem sein. Gut beobachtet. Die erledige ich zuerst. Blöd ist, ich habe jetzt keine Pfeile mehr, oder? Nee. Ist ja schön. Sperrgebiet. Naja. Deine Mutter ist auch so ein Sperrgebiet, Alter. Tô cansado desta rotina. E também não estou ansioso pela viagem de volta a Lisboa. Ouviste falar do que aconteceu àqueles piratas britânicos em Nassau? Isso é que tem. Dom Jorge enviou um dos seus homens para os tirar de lá. E parece que ele fez um bom trabalho. War ich nicht. Bin ganz unschuldig. Sieht hier jemand? Ja. Ne? Komm. Gib mir einen Berserkerfall. Natürlich nicht. Wow. Wie läuft der denn? Den soll ich denn ausschalten? Nur ihn oder was? Kommt doch mal näher. Ich jetzt auf den schieße. Dann bringt mir das nicht viel, ne? Darf ich ja... Ach komm, wir versuchen mal einfach mit Alarm auslösen. Dann stirb doch einfach mal hier.
Mist. Não sejam apressados. Ele está bem. Candida. Ja, komm. Oh, geil. Alter. Mist. Alter Verwalter. So, dann zoomen wir die mal. Vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Schlafpfeile oder sowas. Hier war die jetzt erbeuten. Ist natürlich blöd, dass hier immer so viele reingeflogen sind in das Grünzeug. Ah, Berserkerpfeil. Ne, lass sie mal liegen. Ja? Scheiße. Auch interessant, dass keiner die Glocke geläutet hat, wa? Tenho vergonha em dizer que esta é uma bela noite. E têm sido raras este mês. Wie viele Berserkerpfeile haben wir jetzt? Ein. Okay. Habe ich auch Wurfmesser? Ja. Mich. Ja? Hat keiner gesehen, sehr schön. Ein Schlafpfeil. Naja, ich bräuchte mehr Berserkerpfeile. Vom Prinzip kann man sich voll dran gewöhnen an die Dinger, obwohl die gar nicht so viel bringen. Also ich finde das bisschen besser, wenn die dann um. Ja, ich sag mal so. Wie soll ich es denn sagen? Da oben ist einer. Dann sind da noch so ein paar Hansel. É a tripulação do Estibordio que está a fazer o tour nesta noite? Ou foste tu ontem? Por Deus, estou a perder a conta aos dias. Du, die kriegen wir ja mit einem Mal, ne? Den da auch. Ja. Klappt schon mal. Ja, und der Typ da oben, der ist natürlich jetzt richtig scheiße. Und die auf dem Boot. Hoch. Unser Schiff. Wir wurden entdeckt. Wie denn das? Hat lang genug gedauert. Auf Kampfstation, an die Kanonen!
Und zwar alle Mann! Auf deinen Befehl, Captain! Lassen wir diese Bestie brüllen! Ach du Scheiße, ist das geil! Öffnet die Hauptsegel! Keine Schlimmeres! Feuer! Ja! Ja! Kämpft für das, das euch gehört, und Jungs! Ich kann schwimmen! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Feuer! Die dafür bezahlen! Feuer! Da, da sind sie am Empfinden! Feuer! Na ja, komm! Feuer! Ja, ein paar Treffer hier am Ziel! Geht unter! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Wolltet gern nichts schwimmen! Ist schöner als der Höllenwind, der einem ins Gesicht will. Das fände ich auch so geil, wenn man hier einfach mal verschiedene Schiffe haben könnte. Da sind sie am empfindlichsten. Wir wurden touchiert. Schlag eingesteckt, Captain. Obacht! Das Boot ist auf den Kessel. Feuer! Nachladen. Der nächste kommt. Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht. Warten auf dein Zeichen, Captain! Sperrt die Decks mit dem Blut dieser Ratten! Na, nun komm! Oh, scheiße. Feuer! Wir gehen unter! Wollt ihr keine Gnade für die, die sich uns in den Weg stellen? Der hat uns voll... Feuer! Oh, geil. Sie präsentieren sich uns. Feuer! Lass die dafür bezahlen. Sie feuern zu feuern, Sir. Feuer! Captain, ein paar Treffer hier. Feuer! Gegner feuert. Wir wurden in Brand gestellt. Feuer! 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 Da ist sie am schwächsten. Feuer! So, los, komm, gib Gas. Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Mist! Der Winkel schlägt noch nicht! Das ist auch mit dem Pulver. Das ist ja nicht schlimm. Hilf mir hier mal! Ja, ja, komm, gib mir nicht um den Keks. Der verfluchte Pulveraffe, der bist du. Feuer! Da ein gut platzierter Schuss! Kanone bereit! Sie feuern, Sir! Und getroffen, Sir! Mist! Zieh, Mann! Komm schon! Na komm, gib Gas! Wir fahren jetzt hier an den Checkdorf vorbei. Bereit zu Feuer! Feuer! Treffer könnten Sie da ablegen! Gut. Hebt den Befehl, Sir! Krasse Sache. Ja, gut, wir sind zwar ein bisschen angeschlagen, aber ich sag mal, was soll's, ne? Gibt nichts, was ein guter Schiffszimmermann nicht wieder richten kann. Haha. Ist aber schon geil mit so einem Ding, wa? Nehmt die Rahn aus dem Wind! Stell dir mal vor, man könnte so ein Schiff kaufen. Ja? Nu? Locker trimmen, geil. Bisschen geschafft. Ah, die Templer waren fleißig, wie es aussieht. Lawrence Prinz Blue. Wertlos. Woods Rogers, Ben Hornigold, sogar Torres Dance. Kleinste Mengen für einen bestimmten Zweck. Bring mich zum Observatorium, Robert. Ich muss wissen, was es ist. Und was dann, hm? Verkaufst du es hinter meinem Rücken? Oder hilfst du mir, es zu unseren Gunsten zu nutzen? Was immer meinem Lebensglück mehr dient. So ein Firlefanz. Ein frohes und kurzes Leben, das ist mein Motto. Mehr Optimismus kann ich nicht aufbringen. Dann lebst du weiter. Dann schaffst du das auf jeden Fall. Also gut, Captain Kenway. Du verdienst einen Blick.
Sehr geil. Backbards Schachzug. Nicht den Köpfer fallen lassen. Naja, okay. Der Körper hat hier mithilfe eines Zählschungs töten. Okay. Dass wir uns aber gar nicht in Kämpfe verwickeln lassen durften. Segel setzen, Bewegung! Finde ich ja schon ein bisschen frech, ne? Gut, wo müssen wir jetzt hin? Da müssen wir hin. Können wir da schnell reisen? Irgendwo hin? Ne, da können wir noch nicht hin, schnell reisen. Würde ich sagen, reisen wir schnell da hin. Das machen wir jetzt noch hier in der Folge. Den Klinalbischof können wir uns noch antun. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, eine schöne Nacht. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed Black Flag mit Schulle. Bis dahin, tschüss.